ihr lieben Makerlein. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Heute hat der DHL-Bote geklingelt. Besser gesagt gestern, aber ich habe es euch gestern verschwiegen, weil ich noch nicht ganz fertig bin mit den Drucken, die ich dafür brauche. Aber wir packen es heute schon mal aus, denn der letzte Druck ist gerade in Arbeit und ist so gut wie abgehakt und fertig. Von daher, ich mache es mal kurz. Das da. Da ist ein neues Paket gekommen und das geschulte Auge wird jetzt hier sehen. Ach, Moment mal, das ist doch ein IKEA-Logo. Richtig, genau. Ich habe bei IKEA bestellt. Nein, ich habe nicht so viel Geld ausgegeben, wie ihr jetzt denkt. Nee, um Gottes Willen. Summa summarum habe ich wahnsinnige 30 Euro ausgegeben. Oder 35, irgendwas mit Versand. Zu Corona-Zeiten war der Versand natürlich entsprechend günstig. Das muss man IKEA lassen, da waren sie echt fair. So, jetzt muss ich mal gucken, kriegt man das so aufgehebelt? Ich hoffe mal doch schon. Wenn ihr jetzt... So, da haben wir wieder Verpackungsmaterial, was wir an euch weitergeben können. Das ist natürlich super, weil das heben wir auf. Sage ich ja immer wieder, wir recyceln das Verpackungsmaterial. Also falls mal einer eine große Menge an Filament braucht, kann er sich gerne bei mir melden. Unten einfach in die Kommentare schreiben oder eine E-Mail schreiben. Das ist der Karton der Wahl. Nein, Quatsch. Ich weiß nicht, ob der Karton das Filament, was hier reinpasst, aushalten würde. Glaube ich eher nicht. Aber das, was hier drin ist, hält er aus. Und das sind ganz einfach IKEA-Lacktische. Ich habe einen... zwei und wahnsinnige drei Tische bestellt. Ach, da ist ja noch ein bisschen Verpackungsmaterial drin. Super. Das stellen wir mal zur Seite. Ich habe drei IKEA-Lacktische bestellt. Ihr seht schon, zwei in weiß, weil ich habe noch einen weißen da unten stehen und einen in schwarz, weil ich habe zwei da hinten stehen, wo das Enclosure vom Booster gebaut ist. Und insgesamt sollen beide, ja, sagen wir es mal so, Enclosures, Lagermöglichkeiten für die Brucers halt auf drei Höheneinheiten, auf drei Lackeinheiten dann quasi anwachsen. Und dann sagt, ich weiß, jetzt kommen die Zweifler wieder und sagen, ja, aber Maggie, warum unbedingt denn einen Lacktisch? Gibt doch viel bessere Möglichkeiten. Ist günstig. Wie gesagt, hat mich jetzt 35 Euro gekostet. Das ganze Paket war für einen 10er pro Tisch im Angebot. Plus nochmal 5 Euro Versand. Wegen Corona habe ich gedacht gehabt, jo, komm. Für das Geld kriegst du sonst kein anderes Enclosure und ich habe für zwei Drucker dann direkt zwei Enclosures fertig. Das ist dann echt vom Preis her nicht zu verachten. Und ich merke gerade, mein Messer wird ein bisschen stumpfer. Ne, wird's nicht. Da geht's auch. Ah, ja. Aber das IKEA Lack Enclosure finde ich echt super. Habe ich ja schon mal euch das erste zusammengebaut. Oh. Sind die? Die sind anders als die da hinten lackiert. Finde ich cool. Die sind hochglänzender. Was ist das hier für eine Klebefolie drauf? Na, kann man die abmachen? Hoffe ich doch mal. WTF. Okay, da ist irgendwas auf der Seite drauf, bei dem hier auch, wo ich nicht weiß, wo es herkommt. Aber sieht schon mal anders aus als der Tisch, den ich da hinten stehen habe. Weil die sind hochglanz irgendwie. Da haben sie was geändert. Der da hinten ist noch matt. Das haben sie also, sieht auf jeden Fall hochwertig aus, sieht lackiert aus, sieht richtig teuer aus, kann man fast schon sagen. Aber, ja, so. Und im Prinzip werden die nicht einfach nur so ganz lose übereinander gestapelt, das kennt ihr ja schon so ein bisschen vom, vom Enclosure-Zusammenbau. Nein, da kommen nochmal Verstärkungen dran und ich habe auch nochmal geguckt, also die kommen erst später, die Verstärkung, aber die Bauteile für das Enclosure 2.0, was wir die nächsten Tage zusammenbauen. Also, wen es interessiert, Kanal abonnieren, Video liken und falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt, unten in die Kommentare schreiben. Irgendwelche coolen Ideen, die man noch mit dem Lacktisch machen kann, auch unten in die Kommentare schreiben. Und dann werden wir erst die Tage, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen mal gucken, vielleicht aber auch erst am Wochenende, weiß ich noch nicht ganz genau, müssen wir mal gucken. Werden wir das Ganze zusammenbauen und endlich mal zum Laufen bringen. Jetzt frage ich mich nur gerade, seht ihr diesen Rand hier? Das ist diese Banderole oder was es ist?
Ich weiß nicht, wo ich die abkriege. Ich sehe da keinen Anfang und kein Ende. Das wäre natürlich... Ah, da muss man ein bisschen kratzen, dann geht's. Na, komm, geh ab, du Schutzschicht. Jawohl. Da geht's ab und ist natürlich... Na, wer denkt sich sowas aus? Ist das auch auf dem schwarzen Tisch drauf? Ne, auf dem schwarzen Tisch ist es natürlich nicht drauf. Warum? Warum nur? Bei dem weißen Tisch... Egal, ich reg mich nicht auf. Ist nicht gut fürs Herz. Und Maggie will ihr Herz schonen. Genau. So. Wie war das so in der Richtung, ne? Und dann gucken, dass man die schön ein bisschen angeschraubt bekommt und dann, dass man die reingeschraubt bekommt. Ja, und dann drehen die sich quasi von alleine rein. Finde ich echt gut. Denn die können wir heute nämlich soweit fest zusammenschrauben schon mal. Schon mal einbauen. Das ist nicht weiter tragisch. Hier unten kommt dann ein Adapter drauf, wo dann wirklich an, ich glaube, 6 Punkten insgesamt der Adapter hier dran festgeschraubt wird und auch nochmal an der Tischplatte von dem Tisch unten drunter. Das ist natürlich dann schon mal recht stabil und dann kommt innen drin nochmal so eine kleine Verstärkung rein, sofern die nicht im Weg ist, da muss ich nochmal gucken. Falls ihr da eine Idee habt und ein gutes Thing habt auf Thingiverse, ich habe noch keins gefunden, was mir perfekt gefällt. Vielleicht designe ich mir auch eins selber, das können wir dann auch mal die Tage machen. Und dann gucken wir mal, dass wir da ein stabiles Enclosure hinbekommen, dass auch diese Verwacklungseffekte beim Drucker halt nicht so stark sind. Da kommen dann auch noch ein paar Schaumstoffpolster mit einer Betonplatte oben drauf, mit so einer, wie heißt das nochmal, Gussbetonplatte. Kommt dann der Brucer drauf. Hier innen drin wird dann nochmal für die MMU2 später entsprechend, bei dem schwarzen allerdings, der jetzt da verbaut ist, wird dann noch ein Ausschnitt reinkommen, dass die MMU auch mit reinpasst. Das heißt also... Oh. So. Der passt jetzt. Allerdings ist jetzt die... Naja, egal. Das passt schon. Allerdings ist jetzt die Kante nicht so schön, aber das muss nicht unbedingt so sein. So. Dann mache ich hier die Banderole abpiddeln. Na. So. Ach, komm schon. Und es wird auch noch, wenn wir das jetzt soweit fertig haben, dann ein Video über die Konfiguration von der Palette kommen. Ja, ich weiß, das bin ich euch noch schuldig. Gestern haben ja auch noch der eine oder andere mir danach mich noch angeschrieben, hat gesagt, hey, Miggy, cooles Tutorial an sich, hat mich eigentlich überzeugt, aber ich möchte noch gern wissen, wie das mit der Konfiguration von den Farben ist. Kannst du mir mal sagen, wo? Beziehungsweise vorgestern oder vorvorgestern, oder was war, habe ich noch Nachrichten bekommen von euch, kommt auch noch ein Video drüber. Ja, ich habe es jetzt noch nicht in dem Video gestern gemacht. Gestern haben wir uns nur mal darum gekümmert, wie wir das Ganze denn anmalen, beziehungsweise wie wir den Makerboard anmalen. Und wer das nicht gesehen hat, Link ist hier oben. Und ich kriege diese Banderole. Ich habe Ikea, falls ihr zukommt. Was habt ihr euch dabei gedacht? Ich hasse schon immer bei den Acrylteilen vom 3D-Drucker, aber dass man es jetzt hier auch bei Ikea noch machen muss. Ah, warum? Oh, das ist nervig. Das ist der Freund eines jeden Fingernagels. Ihr denkt euch bestimmt auch, jetzt gucke ich der dabei zu, wie die entsprechend da rumpiddelt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Wir machen gleich weiter. Ja, da geht's nicht. Da ist was, wo man es abziehen könnte, wenn es denn halten würde. Nein. Das Lustige ist, die habe ich, wann habe ich die bestellt? Ich glaube im Anfang Mai, Ende April, Mai, irgendwann so in der Richtung. Also gerade so mitten im Lockdown. Habe ich gedacht, ja komm, es ist cool, dann kann ich mal noch so ein Enclosure aufbauen. Und ja, und dann gucke ich aufs Lieferdatum und dann stand da so frühestens 1. Juli. Gut, sie sind auch jetzt wirklich vor der Zeit angekommen, aber ich habe jetzt trotzdem insgesamt mindestens 1,5 bis 2 Monate drauf gewartet. Ich meine, bei 35 Euro ist das jetzt nicht so eine Investition ohne so eine riesengroße, aber ja, wer weiß in der heutigen Zeit. Ich sag nur Wirecard, ne? Guckt euch an, Lufthansa wird verstaatlich. Man weiß noch nicht, was mit 35 Euro passiert. Ne? Muss man mal gucken, wo man bleibt. Ja, mal gucken.
Genau. Eieieiei. Komme ich richtig in Schwitzen heute. Und dabei ist es heute gar nicht so warm hier drin. Und auch draußen. Aber was mache ich nicht alles für Mekorama und was mache ich nicht alles für euch? Übrigens haben wir noch ein kleines Problemchen mit der Website, fällt mir gerade ein. Der Entwickler ist dran. Das hört sich immer lustig an. Ich bin selbst Softwareentwicklerin und schreibe selbst Software, aber ich habe da noch keinen Bock mehr jetzt noch abends oder keine Zeit mehr, weil ich mich noch um viel zu viele andere Sachen kümmern muss. Und der Entwickler, der sich um das Modul auf der Webseite kümmert, hat jetzt scheinbar eine Lösung gefunden. Ich habe es mal in der Maintenance soweit geguckt, in der Pflege an oder in der in der geklonten Webseite mal geguckt. Das sah soweit ganz gut aus. Das sah soweit schon mal ganz gut aus. Das ist natürlich nicht präsentationsfähig, weil das Ganze natürlich optisch nicht so toll da ist. Aber den schreibe ich gleich nochmal nach dem Video an und sage ihm, er soll mir doch mal bitte entsprechend den Quellcode dazu schicken. Denn wir müssen natürlich heute Abend um 12 Uhr für euch eine Webseite live schalten. Wobei ich auch sage, dass die Abonnement-Funktion, zur Not deaktivieren wir erstmal die Boxen für ein, zwei Tage und lassen es halt auf dem anderen Backend weiterlaufen. Falls ihr dann irgendwelche Anfragen habt, könnt ihr die an uns schicken. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir im Nachhinein halt entsprechend das Abo-Modul nochmal hinzufügen. Aber der Hauptstore sollte dann online gehen. So, ich drehe das mal da rum, damit ihr auch was seht. Wow. Holla die Waldfee. So, dann ist der erste Tisch gleich fertig. Folgen dann nur noch zwei. Ja, wie geht es dann weiter in den nächsten Tagen? Die nächsten Tage geht es so weiter. Der neue Store geht heute Abend online. Wir haben die E-Mails alles umgezogen. Der neue Store geht dann irgendwie online. Ist also jetzt nichts mehr Tragisches, was da drin umgezogen oder umgebaut werden muss. Noch so Kleinigkeiten. Das kriegen wir heute noch hin. Und heute Abend um 12 Uhr werden wir den dann umstellen. Beziehungsweise morgen im Laufe des Tages werde ich den Shop dann aktivieren. Wir werden die Domain dann umleiten. Die wird also erstmal auf unsere Behelfsdomain weiterleiten. Und dann werden wir die Domain richtig umziehen. Und den Umzug der Domain zum neuen Provider beantragen, weil wir haben uns auch gleichzeitig mit diesem Umzug vom Store auch gleichzeitig von unserem alten Provider getrennt. Ganz einfach deswegen, weil bei dem alten Provider es bis jetzt so weit war, dass wenn wir eine Anfrage gestellt haben, das leider Gottes auch nicht zufriedenstellend zu unserer Zufriedenheit gelöst wurde. Das finde ich bedauerlich. Für alle, die jetzt fragen, bei welchem Provider sind wir denn? Aktuell sind wir noch bei NetCup. Ja, die Jungs sind ganz cool drauf, aber es ist halt ein kleiner Provider und für das, was wir denen da bezahlen, kommt einfach zu wenig Leistung rüber. Ja, die Anfragen werden leider Gottes nicht immer so zu unserer Zufriedenheit gelöst, habe ich ja gerade gesagt. Das fängt schon an mit, dass wir tagelang warten müssen, bis irgendwie mal eine Antwort kommt und meistens kommt irgendwie zurück. Können wir nicht machen, geht nicht. Und das, obwohl es eigentlich ein Managed Server ist. Und was wir jetzt gemacht haben, ist wieder halt auf einen kompletten Root oder Dedicated Server zu gehen und den dann halt nochmal bei dem großen orangenen Anbieter zu bestellen, beziehungsweise bei dem großen magentafarbenen Riesen. Gehören ja beide zusammen und dementsprechend, ja, wird es jetzt erstmal ein bisschen günstiger vom Hosting her, das ist gut, aber wir müssen auch sehr viel mehr selbst machen. Ja. Wir sind ja überhaupt erst umgezogen, weil wir bestimmte Sachen halt nicht entwicklungstechnisch umsetzen konnten bei dem alten Provider. Wir sind erst zu NetCup umgezogen von dem alten Provider und das auch nur, weil wir halt mit der Eigenentwicklung halt bestimmte Voraussetzungen hatten und die einfach nicht erfüllt waren bei dem alten Provider. Jetzt ist es so, dass wir ein fertiges Shop-System haben und das bei dem alten Provider aber zuverlässig laufen sollte. Und wir mehr Leistung bekommen halt, entsprechend Serverleistung, also Server-Performance, mehr Festplatte und alles drum und dran. Und es sollte euch natürlich auch zugutekommen, dass die Webseite schneller aufbaut, dass wir ein größeres E-Mail-Postfach haben. Haben wir gestern festgestellt. Also ich kriege regelmäßig E-Mails von unserem alten Provider, das ist was, was mich stört. Das habe ich denen schon dreimal gesagt gehabt, dass ich irgendwie E-Mails bekomme. Hey, dein Speicherplatz auf dem Server ist bei unter 20% frei. Und 5 Minuten später kommt eine E-Mail, ohne dass wir was tun, ohne dass wir irgendwelche Backups oder sonst was welchen. Hey, dein Webspace ist wieder über 20%. Und die Reaktion vom Provider war halt, what do you want?
Und das ist, denke ich mir mal so, ja, das ist zwar ganz gut und schön, aber die E-Mails nerven halt. Wenn ich von jeden Tag so 2 bis 4 E-Mails kriege oder mehr sogar, dann geht mir das echt auf den Keks, weil ich schon genug E-Mails bekomme und dann nicht noch zugespammt werden möchte. Und das ohne Grund ist echt, braucht man nicht. Ich weiß, das sind kleine Details, das sind First World Problems, die wir da haben. Aber ja. So, der erste Tisch ist fertig. Sieht echt gut aus, kommt auf den Deckel. Sie schaut echt gut aus soweit. Ja, was passiert noch? Was passiert noch? Stimmt, Ethan. Ich habe heute mit Ethan gekämpft und wir bekommen jetzt 3 verschiedene Ladungen. Wir bekommen einmal Fire Engine Red und nochmal E-Marble. Das heißt, also, wer noch E-Marble will, es ist nochmal unterwegs. Ihr könnt gerne demnächst wieder bestellen. Wer nicht weiß, was E-Marble ist, das ist dieses marmorartige Filament des PLA. Sieht ultra cool aus und werde ich demnächst auch mal einen schönen, richtig großen 160% Make-Up-Bot drucken, damit ich Sven auch mal gleich tun kann. Und Fire Engine Red, also so ein helleres Rot, also schon fast so ein bisschen, wenn ich jetzt so in die Kamera gucke, so ein bisschen Giftrot, sowas in Richtung. Ist jetzt nicht ganz so dunkel und nicht ganz so gedeckt, sagen wir es mal so, wie das normale Rot. Das Ethan ABS in Schwarz kommt noch mal jede Menge. Wir haben auch schon noch mal Optionen auf mehr kaufen, weil wir jetzt schon einiges durch euch halt entsprechend auch vorbestellt haben. Das heißt, wenn ihr noch Ethan ABS Plus in Schwarz haben wollt, schreibt mir über Discord eine Nachricht, solange der Shop nicht online ist. Ich werde es, wenn der Shop online ist, auf Backorder stellen und euch dann Links schicken. Dann könnt ihr schon mal bestellen, dann ist es schon mal safe für euch. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir nochmal entsprechend eine Menge X noch nachreservieren oder ordern oder so in Richtung. Es sind insgesamt, glaube ich, 2,5 Tonnen oder so in Richtung sind unterwegs aus China. Nicht nur für uns, sondern auch für andere. Aber es ist ordentlich was unterwegs, nur an Schwarz. Und dann müssen wir halt mal gucken. Ja, das ist jetzt nicht nur von europäischen, sondern auch von amerikanischen Markt. Aber wir haben da richtig eine große Bestellung mitgemacht. Und da könnt ihr also gerne dem nochmal uns anschreiben und sagen, hey, wenn ihr das haben wollt, ja. Das Thema KVP-ABS ist soweit erstmal, steht erstmal im Raum, sagen wir es mal so, ist nicht geklärt, sondern es steht im Raum. Wir haben täglich schwankende Preise von der DHL, die sich irgendwas in der Richtung bewegen, dass sie sich auf den Preis plus minus 5 Euro, um die 40 Euro irgendwas bewegt, ich kann es nicht sagen. Also jetzt Endpreis für die Rolle, also dass wir so bei zwischen 40, 45 Euro uns irgendwie aktuell bewegen. Das ist noch ein verträglicher Preis, kann man fast sagen. Es ist halt, die größte Posten ist halt wirklich momentan Transport- und Einfuhrsteuer. Wir versuchen dahinter zu bleiben und das so gut es geht zu reduzieren. Wir können nicht sagen, wie es sich entwickelt, weil das haben wir nicht in der Hand. Das ist in der Hand von Corona und von den Regierungen und von den Herstellern, wie weit die denn entsprechend durch die ganzen Regulierungen produzieren dürfen oder auch versenden dürfen, wie der Luftverkehr sich entwickelt. Davon hängt es ab und von daher, falls ihr einen guten und günstigen Versender kennt, der auch mal, keine Ahnung, 100, 200 Kilo entsprechend versenden kann, ein paar hundert Kilo, schreibt mir unten in die Kommentare rein, würde mich interessieren. Wir haben jetzt schon mal bei UPS, FedEx, Go, nee, nicht Go, DHL und was war es noch? Es gab noch so einen No-Name, den ich jetzt persönlich erstmal auch nicht gekannt habe, einen Versanddienstleister, der uns ein Angebot gemacht hat und die waren aber alle irgendwo in der gleichen Price-Range. Das heißt also, wir bewegen uns momentan, wir sind wieder in Richtung Normalität. Also wir müssen nochmal um die Hälfte reduzieren, damit wir wirklich einen ordentlichen Preis euch anbieten könnten. Ja, der auch wirklich wieder unter 40 Euro liegt, auch wenn es nur knapp unter 40 Euro wären. Aber dann hätten wir wieder für euch einen ganz normal verträglichen Preis dastehen. Und ja, für diejenigen, die sich wundern, warum unser Shop offline ist. Ich wurde jetzt die letzten Tage über Discord und ich glaube auch hier in YouTube haben ein paar Leute geschrieben, hey, der Shop ist ja offline. Ja, ist er momentan. Ist aber auch dadurch bedingt, dass wir jetzt die Mehrwertsteuerumstellung haben. Wir sind dabei, also wir haben jetzt im neuen Shop schon die neue Mehrwertsteuer drin. Wir müssen die Preise von den Produkten nochmal final anpassen. Und dann werden wir den Shop wieder live nehmen.
Das Problem ist, wenn wir jetzt zum Beispiel mal an euch was verkaufen und ihr hättet jetzt zum Beispiel gestern oder heute was bestellt, heute ist noch 19% Mehrwertsteuer, wir würden es heute verschicken, es würde morgen bei euch ankommen, dann müssten wir morgen euch rückwirkend entsprechend 16% Mehrwertsteuer nochmal berechnen. Das bedeutet, ihr würdet dann nochmal Geld wiederkriegen. Das ist natürlich ein bisschen umständlich, ist für uns auch mit Kosten und Aufwand verbunden, ist also totaler Hickhack. Ihr merkt schon, so eine Mehrwertsteuerumstellung ist nicht ganz auf die leichte Schulter zu nehmen. Allein jetzt schon mal aus diesem einen Beispiel rauszusehen. Andere Beispiele mit Leasingverträgen und so mag ich gar nicht ansprechen. Von daher, ich persönlich sage, diese Mehrwertsteuerumstellung an sich gar nicht mal so schlecht. Aber wenn, dann bitte ja auf Dauer. Also für mehrere Jahre, bis man irgendwann in 3-4 Jahren sagt, okay, man geht entweder wieder weiter runter oder man geht weiter hoch, weil man gemerkt hat, es bringt nichts und der Papa-Staat braucht wieder Geld. Aber jetzt zu sagen, ein halbes Jahr Mehrwertsteueranpassung, also den ganzen Kladderabatsch wieder am Ende des Jahres, dass wir den Shop abschalten, Inventur machen, nochmal die Preise alle anpassen, entsprechend auf die neue Mehrwertsteuer und dann gucken, wie wir damit über die Runden kommen, ist natürlich Aufwand und kostet uns Geld und Zeit. Und kommt nicht wirklich überall an, weil es gibt auch Händler, ich meine, wir werden das jetzt nicht komplett machen, aber es gibt Händler, die werden diese Mehrwertsteueranpassung durch diesen großen Aufwand, der damit verbunden ist, einfach verrechnen. Man muss auch bedenken, wenn da Leute sitzen, die halt eine ganze Abteilung da sitzt und die ganzen Preise anpasst, wie zum Beispiel bei einem großen Online-Händler, ja, gibt es ja auch ein paar hier noch hier in Deutschland, dann müssen damit Leute wirklich manuell das noch nachpflegen und müssen gucken, ob das denn alles passt, sofern man nicht sagt, man gibt die Mehrwertsteuer komplett weiter. Man muss die Preise nochmal neu nachrechnen, man muss das Ganze mit dem Einkauf abstimmen und am Ende muss man gucken, was für ein Aufwand ist das gewesen und muss das umrechnen auf die Stundensätze und dann gucken, okay, das wird dann halt mit den Preisen verrechnet, das wird eingepreist. Das ist halt, im Endeffekt zahlen es die Kunden. Ja? Und das ist zwar im ersten Moment ganz schön, aber Nachhinein vielleicht dann doch ein bisschen nicht ganz so toll durchdacht. Von daher hoffe ich, dass es jetzt bei dieser einmaligen Umstellung bleibt. Vielleicht lässt die Regierung sich ja dazu hinreißen, dass sie sagen, okay, wir machen es jetzt nicht nur ein halbes Jahr, sondern es hat im ersten Monat oder in den ersten 2 Monaten Umsatz gut angekurbelt. Wir verlängern es um 1 Jahr oder so. Dann wäre es okay. Dann könnte man schon mal drüber nachdenken, dass es vielleicht verkraftbar wäre. Aber für ein halbes Jahr macht das ehrlich gesagt keinen Sinn. Gut, jetzt habe ich wieder ein bisschen gejammert, ein bisschen gelabert, ein bisschen gebabbelt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kanal abonnieren nicht vergessen, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie das Ding dann morgen zusammengebaut wird. Oder der andere da auch da hinten. Es gibt wieder ein neues Video, jeden Tag ein neues Video. Ich versuche immer so um 9 Uhr entsprechend, wie ich hinkomme, ein neues Video zu veröffentlichen. Gestern war es jetzt halt entsprechend um 1 Minute nach 12 oder um 3 Minuten, je nachdem. Und ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich drücke euch alle Daumen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, happy printing!